Ihr wisst ja, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan und versuche deshalb auch wirklich 2-3 Mal im Jahr ins Stadion zu gehen. Am besten immer in verschiedene Stadien. Ich bin jetzt auch kein Typ, der jetzt bedingungslos Liebe für einen Verein hat. Mir geht es einfach nur um gute Spiele. Ich supporte meistens die kleineren Mannschaften. Ich bin in Heidenheim aufgewachsen, deswegen geht Liebe an diesen Verein gerade raus, weil die einfach richtig gut sind und da eben noch nicht dieses Kommerz angeschlagen hat, wie vielleicht bei anderen Vereinen. Gestern war ich beim Spiel Stuttgart gegen Heidenheim in Stuttgart. Und es ist einfach immer wieder cool zu sehen, wie diese Atmosphäre im Stadion ist. Diese bedingungslose Liebe, dieser Patriotismus, dieses meine Mannschaft geht vor und alles andere juckt mich nicht. Im Gegenteil, ich pfeife den Gegner aus. Ich bin nur für dieses eine Team. Ich habe einfach bedingungslose Liebe in mir und das strahle ich aus. Ich frage mich wirklich, wie diese Menschen eben dann bezüglich dieser Ampelregierung ticken oder bezüglich diesem aktuellen Zustand, wenn es um Deutschland geht. Also wo ist da der Zusammenhalt? Wo ist da ihre Liebe für ihr Land? Wo ist da diese, oh mein Gott, ich raste aus, wenn der Gegner jetzt irgendwas Schlimmes macht, da pfeife ich und dann brülle ich und bringe Ausdrücke ins Spiel, egal ob vor mir Kinder stehen. Versteht ihr? Diese typische Stadionatmosphäre. Wieso macht ihr das aber nur beim Fußball? Gerade an die Ultra-Fans draußen. Ich find's richtig geil, wie ihr abgeht. Ja, das ist auch meine Meinung so. Ich schaue euch so gerne zu. Ich schaue meistens mehr in diese Kurve rein als das Spiel selber, weil ich es einfach richtig cool finde, wie ihr da immer abgeht. Und trotzdem, wieso mobilisieren sich mal nicht diese Ultra-Fans zusammen in Deutschland und gehen gemeinsam auf die Straße wieder für ein besseres Deutschland? Geht nicht in meinen Kopf rein. Schon damals während dem großen C, dass da alle mitgemacht haben, dass da niemand irgendwie mal wirklich was mobilisiert hat und versucht hat, gegen diese Regierung zu demonstrieren im großen Stil. Versteht ihr das? Wenn du die Menschen aber darauf ansprichst, auch gerade bezüglich diesen rosa Trikots oder allgemein auch was dieser Fußball jetzt angeht oder eben auch allgemein Politik, du wirst immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Ach, ich habe die Schnauze voll. Ach, das ist doch alles schrecklich, was in Deutschland passiert. Ach, ich wünsche mir eine Änderung. Aber niemand hat die Eier, etwas zu tun. Und deshalb, vielleicht weil ich mir immer ein bisschen mehr Gedanken mache als andere und vielleicht auch in verschiedene Situationen immer mehr hineininterpretiere als andere, wünsche ich mir wirklich mal diese Stadionatmosphäre, diesen Zusammenhalt im Land Deutschland selbst. Und zwar nicht nur jetzt bei dieser Europameisterschaft, sondern allgemein, dass wir eben dieses Deutschland, wie es mal war, dieser Zusammenhalt, dieses wir haben auch Liebe für dieses Land zurückholen.